Weihnachten naht, das sieht man auch in Japan. Zumindest mal an einigen ausgewählten Stellen. An vielen Stellen sieht man gar nichts davon. Einige allerdings, die geben sich richtig Mühe, auch das Weihnachtsgefühl hier in Tokio oder in Japan allgemein aufrechtzuerhalten. Naja, es nähert sich das Jahresende und mit dem angedeuteten Weihnachtsfest, hier zumindest mal angedeutet, da ist natürlich die Frage, was bedeutet das für die Märkte? Müssen wir, können wir davon ausgehen, dass es nochmal ein farbenfrohes Fest wird, was die Börse erlebt? Oder ist die Messe gelesen, um mal in der Wortwahl zu bleiben? Und wir müssen langsam damit rechnen, dass die Bücher in diesem Jahr geschlossen werden, die Kurse ein bisschen nachgeben und da nicht mehr großartig was passiert. Was ist die Erwartungshaltung noch vor Weihnachten? Und wie sieht es dann aus in der Zeit zwischen den Jahren? Wir wollen uns das Ganze angucken, wie immer mittwochs um 18.30 Uhr. In der BNP Paribas Born Akademie. Wir wollen mal schauen, wie die Situation aktuell bei den Märkten ist, denn da gibt es noch kleine Unterschiede, auf die wir dann nochmal Wert legen sollten. Deshalb seid unbedingt mit dabei. www.bornakademie.de. Ich freue mich auf euch. Und jetzt gucke ich mal, ob ich noch ein paar andere Weihnachtshäuser hier finde. Ich wünsche euch erstmal eine gute Vorweihnachtszeit und wir sehen uns.